Hallo und willkommen zum kleinen Informationsvideo über den Snapshot 12W06A. Und ja, ich weiß, ich rede schnell. Vielen Dank für das Kompliment. So, da in diesem Update vieles verändert wurde, was man im Video nicht so schnell zeigen kann, werde ich es euch jetzt einfach mal vorlesen. Während der Nacht und wenn es regnet, zum Beispiel jetzt, nur es regnet halt nicht jetzt, aber es ist Nacht, gehen die Dorfbewohner in ihre Häuser und interagieren mit anderen zusammen. Oder miteinander. Dann haben Katzen 5 Geräusche, und zwar einmal fauchen, dann schreien, miauen, schnurren und mauzen. Dann auf Schwierigkeitsstufe schwer können Zombies nun Holztüren kaputt machen. Dann Mobs bewegen sich besser im Wasser. Mobs haben eine geringe Chance, andere Items zu droppen, bedeutet, zum Beispiel Zombies können Eisensachen fallen lassen, Zombie-Pigment, Goldsachen, Skelette, Bögen. Zombies greifen Dorfbewohner an. Mobs verfolgen den Spieler auch, wenn diese von anderen Monstern angegriffen wird. Ich glaube, das hat was mit diesem Getreidezuchtzeugs zu tun. Setzt man einen Block auf hohem Gras, zum Beispiel hier, wird der nicht mehr hier oben platziert, sondern wird ersetzt. Also das hohe Gras wird durch den Block ersetzt. Dann viele kleine Bugfixes, obwohl es zu zwei sind. Einmal, dass der Creeper nicht mehr explodiert, wenn er tot ist. Und einmal, Doppeltüren öffnen sich nun richtig, wenn zwei Druckplatten davor liegen. Es war ja so, dass wenn man hier zwei vormacht, dass die eine dann aufgeht. Okay. Und ja, dann ist noch hinzugekommen, es wird jetzt erkannt, ob Türen offen oder zu sind. Alte Doppeltüren müssen repariert werden. Check ich nicht. Ist ja auch egal. Ihr versteht das bestimmt. Ihr seid ja alle schlauer als ich. Okay. Ich glaube, das war's jetzt alles, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Und wenn man Langeweile hat, kann man sich sowas Tolles bauen. Da rennt man hier so durch. La, 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 la. Scheiße, ich bin gefangen und jetzt ist man frei. Lol. Jetzt ist man frei. Super, was? Okay, das war's. Tschüss.